Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Poke. Moment mal, das ist gar nicht Super Pokémon Rumble. Das ist ja Pokémon Rumble World. Ja, ich setze es fort. Hätte man gar nicht gedacht, ne? Aber yeah, ich habe mir vor einigen Tagen auf der Konichi, habe ich beim Bring and Buy die Vollversion dieses Spiels gefunden, habe sie für 20 Euro gekauft. Das ist immer noch günstiger als das, was auf Amazon dafür verlangt wird. Dachte ich, oh, okay, vielleicht macht es ja Spaß, wenn du mal endlich nicht für alles bezahlen musst. Weil in dieser Version muss man für nichts bezahlen, man bekommt über 3000 Poké-Diamanten direkt zu Anfang geschenkt. Und ich habe davon so ziemlich jeden Ballon gekauft, den ich kaufen kann und schon viele Missionen erfüllt. Und Nagi, pass auf, fall nicht hin, mein Ebenbild. Und wie ihr seht, ich bin schon Stufe 51, ich habe eine Menge gespielt in letzter Zeit. Weil jetzt macht das Spiel wirklich Sinn und Spaß. Wenn man nicht mehr für jeden kleinen Firlefanz bezahlen muss, dann kann man echt seine Freude an dem Spiel haben. Aber ich bin hier, um alte Missionen neu abzuschließen. Ich habe zuletzt aufgehört bei Königsturnier, 5. Runde, Richtstärke 100, nee, nicht 100, 920. Genau. Die habe ich leider hier schon gemacht, aber ich dachte, hey, für das Let's Play, um wenigstens mal alle Auftragskämpfe abgeschlossen zu haben, könnte ich ja mal die hier noch im Let's Play machen und dann das Let's Play endgültig beenden. Dann habe ich nicht wieder so ein abgebrochenes Let's Play auf meinem Channel und wir machen jetzt das Königsturnier, die Runde 5. Versuche dich am 5. in der 5. Runde des Königsturniers. Willst du den Auftrag annehmen? Und wir können auch im schwierigen Modus spielen und ja, no risk, no fun, ne? Schwieriger Modus an. Im schwierigen Modus begegnest du stärkeren Gegnern. Willst du trotzdem in den schwierigen Modus wechseln? Ja, werde ich, denn ich habe meine Geheimwaffe dabei. Mein heißgeliebtes Latias wird mir zur Seite stehen. Ich habe nämlich einen Latias gefangen. Ich liebe Latias über alles, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Und ja, macht euch auf eine Überraschung gefasst. Bist du bereit für die 5. Runde des Königsturniers? Heute kannst du dich auf echte harte Brocken gefasst machen! Grins! Yo Leute! Runde 5 des Königsturniers kann losgehen! Haut rein, Kollegen! Ich will Blut und Totschläge sehen! Und wir können zuallererst die Mega-Entwicklung vollführen! Ich kann endlich die Mega-Entwicklung machen! Endlich kann ich die Mega-Entwicklung machen! Meine Güte! Ein Mega-Latias! Wahnsinn, unglaublich, wunderschön. Und damit werden wir uns jetzt im Battle Royale durchsetzen. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, welche Attacke wo war. Okay, das ist nicht das, was ich meine. Ich habe mich jetzt schon mal geheilt, obwohl ich gar nichts verloren habe. Das hier, das ist, glaube ich, die Drachenklaue. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Attacke es ist. Ich hätte das vielleicht mal kurz nachschauen sollen. Aber ja, endlich geht's mit Pokémon Rumble World weiter. Wie gesagt, jetzt macht das Spiel auch viel mehr Sinn. Besser, man bezahlt einmal wirklich ein bisschen mehr, um das Spiel in vollen Zügen zu genießen, als dass man immer und immer wieder kleine Summen bezahlen muss, nur um mal im Spiel ein bisschen weiterzukommen. Dummerweise muss man dennoch für jeden Mist weiter Poké-Diamanten ausgeben. Aber wie gesagt, man bekommt 3000 Poké-Diamanten geschenkt. Und man bekommt eine, ja, sagen wir Ausgrabungsstätte, wo man jeden Tag 40 Poké-Diamanten ernten kann. Rotom ist falltot um, meine Güte. Ich brauche dich nicht an meiner Seite und euch brauche ich auch nicht. Dich Blanas und dich Driftlon. Ihr müsst weg. Ihr müsst hinfort. Weg aus der Arena. Weg aus meinem Leben. Ich kann euch nicht gebrauchen hier. Oh, Drift Zeppeli. Du bist doch nicht böse, dass ich Driftlon besiegt habe, oder? Ich meine, das ist Battle Royale. Ich muss euch besiegen. Ich komm gar nicht drum herum. Und ja, ich habe extra nicht ein allzu starkes Pokémon genommen. Ich habe mich einigermaßen an der Richtlinie orientiert. Latias ist mittlerweile eines meiner eher schwachen Pokémon. Ich habe schon Pokémon, die Stärke 1500 haben. Naja, jetzt sollte ich doch mal ein bisschen... Sind hier vielleicht noch irgendwo Tränke, Potions? Oder habe ich vielleicht sogar gerade einen übersehen? Nein, es sind nur Uhren da. Lanternecto und Duokles tauchen auch auf und wollen mir das Leben schwer machen. Ich gehe mal lieber aus dem Weg. Lauf, Latias! Oder flieg, Latias! Flieg! Flieg um dein Leben! Meine kleine Hübsche. Ich weiß nicht, liege ich noch einigermaßen gut in der Zeit? Leider kann man hier nicht sehen, wie viele Pokémon man noch besiegen muss, anders als bei Super Pokémon Rumble, wo ja immer angezeigt wird, wie viele Pokémon man noch besiegen muss. Und da kommen die letzten beiden Obermotze. Vielleicht soll ich mein Pokémon wechseln. Ja, soll ich Jirachi mit Stärke 1500 einsetzen? Ich weiß ja nicht.
Habe ich noch irgendwas anderes außer Latias, was einigermaßen diesen Level hat? Ja, Raupi. Versuch was mit Raupi und Käfer bist. Wird schon hinhauen, glaube ich jedenfalls. Ich dachte, ich habe vielleicht noch irgendein anderes Pokémon auf diesem Level, was so ungefähr die Mega-Entwicklung einsetzen kann. Aber anscheinend nicht. Okay, wir versuchen es weiter mit Latias. Aber eins ist klar, wenn... Oh. Latias! Nein! Und ich muss 2 Pokédiamanten bezahlen. Macht nichts, ich habe ja über 1000 noch davon. Und ja, ich habe mir eine Potrot-Armee angelacht, weil ich Potrot so süß finde. Kein Scherz, ich mag Potrot total. Die Frage ist, wen setze ich jetzt ein? Ich weiß, ich könnte jetzt erstmal eine 1500er Pokémon einsetzen. Aber wo ist denn da die Challenge? Habe ich sonst echt nichts mehr in dem Bereich, was ich einsetzen könnte? Irgendwas Legendäres oder so? Irgendwas, was ich mal als Favorit vielleicht markiert habe? Arktos! Aber Arktos Attacken sind nicht unbedingt die besten. Eissplitter und freier Fall. Versuchen wir es einfach mal. Ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Arktos, du hast mich schwer enttäuscht. Ich weiß, das ist jetzt voll spannend, wie ich durch die Liste hier durchswitche. Aber ich will es mir auch nicht zu einfach machen. Lamus mit Kopfnuss und Affen. Nee, haben wir nicht mal irgend so eine Attacke, mit der man schnell angreifen kann? Flapavia, was kannst du denn? Kraftkoloss. Nee, das ist auch nicht das Wahre. Tohaido mit Schlitzer und auch Mega-Entwicklung. Jetzt muss ich aber ein bisschen Gas geben. Ich habe nur noch 14 Sekunden Zeit. Oh oh, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Jetzt komm schon! Nein, ich bin verbrannt! Nein! Besieg es! Besieg es! Ja, eine Sekunde noch und wir haben es geschafft! Oh Mann! Das hätte alles nicht sein müssen, aber wie gesagt, ich wollte es mir nicht so einfach machen. Bäm! Hallo Nagi! Schön, dass du mit dem Ballon ankommst. Ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich was verloren. Ah, ein Feuerwerk, das gefällt mir sehr gut. Und ein paar Pokédiamanten gibt es auch noch. 2 Stück, um genau zu sein. Wahnsinn, ich fühle mich wieder, als ob ich nichts verloren hätte. Hof am Teuren Nagi siegt in Runde 5 des Königsturniers. Da. Klasse Leistung, Nagi. Ein echt krasser Fight war das. Jo, das war's für heute, Bitches. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal ins Schiffen, ey. Hurra, wir haben gewonnen mit Hilfe von Megatoheide und Latias. Latias, dafür dürfen wir natürlich nicht vergessen. Mein kleines Süßes, ja, guck nicht zu tief in Toheidos Schnauze rein. Das könnte böse enden. Latias, jagt hinter Nagi her. Oh, die beiden spielen ein bisschen. Und jetzt jagt Nagi hinter Latias her. Auch ist das schön. Holoro allerseits. Ja, Holoro auch von mir. Ich könnte mal gucken. Ah ja, hier, um das mal zu zeigen, hier ist der Steinladen. Dort kann man... Hier kannst du deine Pokémon mit Steinen ausstatten, die ihr volles Potenzial entfesseln. Zum Beispiel für Kamerupt, Banette, Ordoch, Meditalis, Zorbiris, Voltenso, Lamus. Ja, das sind alle Pokémon, die gerade bei mir die Mega-Entwicklung durchführen können. Ich hatte auch mal ein Gardevoir, aber das habe ich, glaube ich, freigelassen. Einfach, weil es irgendwann zu schwach war. Und für freigelassene Pokémon bekommt man ja Geld. Und hier ist der Pokédiamantenschürfer. Hier kannst du dir jeden Tag 40 Pokédiamanten abholen. Da ich das heute schon gemacht habe, wird das jetzt nicht funktionieren. Was ich sehr schade finde, weil ich kann jede Menge Pokédiamanten gebrauchen. Ansonsten hier die Ballonstation, wie man sie kennt. Und hier haben wir die Attackenschule. Bring deinem Pokémon hier neue Attacken bei. Hier kannst du deinem Pokémon alle Attacken beibringen, über die mindestens eines deiner bisherigen Pokémon verfügt hat. Heißt also, alle Attacken, die wir jemals gefunden haben, werden quasi hier gespeichert. Und wenn Tohaido eine der Attacken lernen kann, also zum Beispiel Hydropumpe oder Blizzard, können wir sie mit Hilfe von Pokédiamanten oder mit Hilfe von Geld beibringen. Attacken, die im 5-Sterne-Bereich sind, kosten natürlich Pokédiamanten. Manche wie die Hydropumpe kosten auch 2, aber da ich, wie gesagt, so viele Pokédiamanten habe, ist das kein Problem, ein bisschen mehr auszugeben. Oh ja, wird mal Zeit, dass wir ein paar neue Gebiete erkunden, die wir bisher noch nicht hatten. Nur habe ich bisher nicht nachgeguckt, welche Gebiete ich noch nicht gezeigt habe. Auf jeden Fall haben wir neue Ballons wie den Zerrballon, den Plasmaballon und den Legendenballon. Und wir haben den Sammelballon, der erstmal eine ganze Weile braucht, um sich zu regenerieren. Aber wir bezahlen einfach einen Pokédiamanten, meine Güte, wir haben es ja.
Speichervorgang und auf ins Wandelland. Das Wandelland ist etwas ganz Besonderes. Wenn man sich mal nicht für eine bestimmte Ebene entscheiden kann, wo man hin möchte, dann kann man zu dieser Ebene gehen und die Ebenen werden so ein bisschen zufällig gemischt. Und jetzt werde ich aber mal Jirachi nehmen, weil die Pokémon hier werden nicht gerade schwächer. Mit Donnerblitz und Donnerschlag werde ich mich hier durchpanschen. Und ich habe einen Charmian aufgesammelt. Schön. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich Jirachis Fokus das ja auf Elektroattacken gelegt habe. Ich meine, eigentlich wäre es ja besser, wenn ich ihm noch einen anderen Typ beigebracht hätte. Eine andere Typenattacke. Und Kapuno, ach leider habe ich dich auch schon. Und Gladiantri habe ich auch schon. Ja, sehe ich gerade unten auf der Liste, dass ich da schon habe. Jetzt sind wir, ich habe vergessen, wie das Gebiet heißt, auf jeden Fall eine neue Ebene hat sich uns eröffnet. Und ich brauche immer noch ein Hypno. Hypno, komm mit mir ins Abenteuerland. Oh yeah, er schließt sich uns an. Ich hatte noch keins, ich freue mich darüber. Ah, vielleicht noch ein Hypno? Noch ein Hypno? Komm schon, komm mit Ski. Begleite mich auf meiner Reise. Oder auch nicht. Du kannst es auch sein lassen. Ich brauche dich nicht unbedingt. Hab ja schon eins. Und hier wird's frostig. Oh mein Gott. Aber da das auch hauptsächlich Wasser-Pokémon sind, komme ich gut mit meinen Elektroattacken klar. Oh, Firnentor. Habe ich noch nicht gehabt. Sehr gut. Vielleicht steige ich ja bald wieder einen Rang auf. Denn ihr wisst ja, wie das hier läuft. Je mehr Pokémon man fängt, desto höher steigt man in seinem Rang auf. Ach, Sejong, was willst du hier? Mach dich mal weg. Ich habe hier noch zu tun. Und nachdem man drei Ebenen geschafft hat, kommt ein Bossfight. Nur wer wird es diesmal sein? Ich bin zu gespannt. Es ist Genesect. Mit Pinsir im Schlepptau. Habe ich schon einen Pinsir? Nee, habe ich noch nicht. Dann werde ich die Gelegenheit nutzen und einen Pinsir fangen. Okay, einen Pinsir haben wir schon mal sicher. Was ist Genesect nochmal für ein Typ? Ich weiß es gerade nicht. Greifen wir ihn mal kurz an. Okay, Genesect ist ein Käfertyp, unter anderem. Ich glaube, das heißt Käfer und Stahl. Okay, wie viel Schaden macht Jirachi? Ja, es geht. Eventuell kann es sein, dass Genesect ins Taumeln gerät, wenn wir ihn angreifen. Und dann haben wir eine bessere Chance, ihn zu fangen. Aber das sollte dann erst passieren, wenn seine KP möglichst niedrig sind. Okay, habe ich vielleicht irgendwie Feuer-Pokémon, das ich einsetzen kann? Pinsir, Yugong, Firnentor. Was könnten wir mal einsetzen? Oh, Jan Mega, wie wär's denn mit dir? Luftschnitt. Naja, ist jetzt nicht viel stärker, aber immerhin die Pinsirs kriegen wir damit leichter aus dem Weg geräumt. Dann stören die nicht so sehr. Komm, Taumel! Taumel, Genesect, ich will dich haben! Ich brauche dich für mein Team! Vielleicht kommt der Dron dennoch mit. Kann ja sein. Nein, er hinterlässt mir nur sein Geld. Das Geld, das Geld, das liebe Geld. Mittlerweile habe ich schon fast 30.000 Poke zusammengespart. Wird Zeit, dass ich das ganze Geld mal ausgebe, aber... Naja, je weiter man im Spiel vorankommt, desto teurer werden die Gegenstände im Geschäft. Und mittlerweile kosten die auch teilweise bis zu 30.000. Kann aber gleich zeigen, was es da für Items noch gibt, die ich noch nicht habe. Und wir haben Charmian gefangen. Kapuno, noch ein Kapuno. Ein Gladiantri. Hypno ist auch mit dabei, genauso wie drei Traumatos. Mit dabei ist noch Firnentor, Yurob, Yugong und zwei Pinsir. Und ich bin ein Eissammler. Oh yeah. Aber gut, im Rang aufgestiegen bin ich noch nicht. Das kommt dann halt noch. Kauf... Oh mein Gott. Ich bin's Turtle. Ja, ein Typ, den ich übers Internet getroffen habe. Oder war es sogar über Streetpass, ich weiß gerade gar nicht. Hilfsmittel haben wir. Den Angriffsbaum 5 für 30.000 Poke. Nicht gerade günstig. Der Verteidigungsbaum ist da schon ein bisschen günstiger, aber auch nicht gerade so günstig.
Der Magnetbaum, damit werden Items magisch angezogen, aber das brauche ich eigentlich nicht so sehr. Initiativebaum ist auch noch bezahlbar. Ansonsten auf Rangstufe 56 können wir den Erschütterungsbaum kaufen für 60 Pokédiamanten und den brauche ich verdammt nochmal sehr. Genauso wie den Zasterbaum. Ansonsten können wir noch einen Profilnamenbaum kaufen. Und ja, Pokémon-Häuser gibt es keine mehr. Ich kann 2500 Pokémon jetzt mit mir tragen. Das wird, denke ich mal, reichen. Kleidung habe ich auch mittlerweile ganz schön viel freigeschaltet. Also ich habe nicht so viel gekauft, aber ich kann sehr viel kaufen, wenn ich es will. Zum Beispiel die Feuerwehruniform oder das Kellnerkostüm. Oder der Nagi als Mädchen. Auch hübsch. Oh Mann. Gärtnerkostüm, Bauernkostüm, Cowboykostüm. Mann, hier. Ja, mit dem Messer in der Hand, das ist sehr vertrauenserweckend. Ein Polizist mit einer riesigen Pfeife. Eine Polizistin. Eine Blazer-Schuluniform für Jungen und für Mädchen. Verkäuferuniform. Eine Bikerjacke, Schneemannkostüm, Tannenkostüm, rotes Weihnachtsmannkostüm, grünes Weihnachtsmannkostüm. Ich sollte jetzt nicht unbedingt alle Waren hier vorlesen. Das ist, glaube ich, ein bisschen nervig. Aber das Kung-Fu-Outfit, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Genauso wie das Dienstmädchenkostüm kommt. Ich sehe doch daran echt einfach entzückend aus. Guckt sogar der Glatzkopf und sagt, dass ich einfach entzückend aussehe. Ansonsten haben wir noch ein Butler-Kostüm. Oh Mann, und oh, wir fühlen uns wie Aladdin. Wahnsinn. Und hier, wenn man mal die Muckis ein bisschen raushängen lassen möchte. Oh yeah. Oh, Muckibär. Muckibär, wer ist Muckibär? Oder hier, Sumo-Kostüm. Ist auch wunderbar. Genauso wie der Pyjama und ein Hawaii-Kleid und... Was haben wir noch? Kirschblütenkostüm. Wir sind eine Kirschblüte. Hurra. Wir sind eine Sonnenblume. Hurra. Wir sind Herbstlaub. Hurra. Pirat können wir auch werden. Genauso wie ein Sushi-Koch. Eine Ballerina. Oh Gott, das werde ich so schnell nicht vergessen, diesen Anblick. Musiker-Outfit, Bergsteigerkleidung. Eine antike Rüstung gibt es auch. Ein Samurai-Kostüm. Und hier sind die Sachen, die ich schon gekauft habe. Nicht sehr viel. Aber ich komme damit klar. Das Arztkostüm hat mir gut gefallen mit der riesigen Spritze. Wirkt sehr vertrauenserweckend gegenüber anderen Pokémon, wenn du so zu denen angelaufen kommst. Weil man will die auf keinen Fall irgendwie kaputt spritzen oder so, nein. Aber mittlerweile trage ich das Hawaii-Hemd, weil ich mich ein bisschen in Pokémon Sonne und Mond Flair begeben wollte. Und deswegen habe ich das Hawaii-Hemd angezogen. Jo. Genug hier rumgecheckt, was es gibt. Und Pikachu, warum fällt das Licht von oben auf dich herab? Und Mii, warum guckst du mich so an und redest Japanisch mit mir? Ich verstehe kein Japanisch. Du musst schon Deutsch mit mir reden. Ja, aber die beiden Pikachus, die verstehen sich. Ja, trag ihn mal so ein bisschen durch die Gegend. Das ist schon okay so. Nagi! Matthias! Aufstehen! Ihr könnt doch nicht einfach pennen! Was macht ihr? Nagi! Uah! Schock, lass nach! Okidoki, also würde ich mal sagen... Was ist eigentlich die nächste Mission, die ich machen muss? Auftrag anhören. General Muckimax greift an. Oh nein, das war eine ganz blöde Mission. Richtstärke? Fragezeichen. Also kann ich mich jetzt nicht unbedingt an der Richtstärke orientieren. Aber ich würde sagen, General Muckimax greift dann eher nächstes Mal an. Ich würde mal sagen, es ist Zeit, dass wir uns noch ein Gebiet ansehen, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Nehmen wir doch den Legendenballon. Und ich werde natürlich die Roulette-Bremse einsetzen, für die ich zum Glück nur noch einen Pokédiamanten bezahlen muss. Und wir suchen uns ein Gebiet aus, wo wir noch möglichst wenig Pokémon gefangen haben. Genau hier wollen wir hin, zum Turm der Schöpfung. Eingang. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich war vorhin schon hier. Vielleicht war ich tatsächlich... Och nö, nicht eigentlich schlafen. Jan Mega, steh mal auf, du! So, was haben wir als nächstes? Weitere Traumatos. Oh, wir erstmal mit ein bisschen Variation, Leute. Traumatos habe ich mittlerweile schon mehr als genug. Aber hey, man kann sie immerhin gegen Geld eintauschen. Mehr sind sie auch nicht wert als ein paar Poke. Spoink! Ich habe doch keinen Spoink! Ich brauche Spoink! Ah, ich habe Spoink. Sehr gut. Ach, Jan Mega! Mach doch mal auf, du! Schlaf nicht hier, sei nicht verwirrt! Gib dir mal ein bisschen Mühe für deinen Trainer.
Als nächstes sehen wir hier, oh, Mollymorber und Hypnomorber, die uns doch bestimmt auch wieder einschläfern wollen. Ich traue es diesen gemeinen Damen zu. Ach nee, wake up! Moment. Fass. 3 Münzen, immerhin. Ich komme der 30.000 verdammt nah. Aber so was Pokémon angeht, habe ich diese Folge nicht wirklich viel starke Sachen aufgesammelt. Immerhin habe ich ein paar neue Pokémon gefunden und das ist gut für den Rang und so. Okay, unser Endgegner. Es ist natürlich Muntier. Ein Bummels nehmen wir auch noch gleich mit. Ab ins Schlepptau mit dir. Vielleicht fängt er ja an zu taumeln. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Erschütterungsbäume gekauft, dass das eigentlich mal häufiger passieren sollte. Hallo, hör doch mal auf damit, Mann. Okay, er zappelt so ein bisschen. Heißt das, er kommt mit? Nö. Warum auch? Wäre mal irgendwie schön gewesen. So ein kleines Erfolgsgefühl. Das braucht man ab und zu mal im Leben. Na gut, Feuerwerke, 2 Regenbogen. Hat das eigentlich irgendwas zu bedeuten, wie viele Regenbogen im Hintergrund sind? Weil manchmal variiert das so ein bisschen. Und ich frage mich, woran das liegt. Ob das jetzt einfach nur zufällig ist oder ob es da irgendeinen Trick gibt. Weiß ich echt nicht. Okay, wir haben Traumato, 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 Traumato und Traumato gesammelt. Na gut, das ist ein Bummels und die anderen Pokémon waren auch ein bisschen anders. Aber ansonsten haben wir ziemlich viel Traumato eingesammelt. Okay, wir sind ein schweifriger Abenteuer. Ein schweifriger Abenteuer habe ich noch nie gehört. Okay. Nun gut, dann sind wir also ein schweifriger Abenteuer. Macht ja auch nichts. Wird Zeit, dass wir die heutige Folge dann mal beenden. Speichervorgang. Mit Home kehrst du ins Home-Menü zurück. Ja, werde ich allerdings erst gleich machen. Auf jeden Fall, weiter ging es mit Pokémon Rumble World. Endlich mal ohne ständig Geld dafür auszugeben und endlich mal ein bisschen mehr Progress. Freut mich auf jeden Fall sehr. So macht mir das Spiel endlich mal wirklich Spaß. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es hier auch weitergeht. Ich hoffe, das Ende ist nicht mehr so fern, was Missionen angeht, damit ich das hier wenigstens in, sagen wir mal, 5 bis 7 weiteren Parts abgeschlossen habe. Wenn jemand von euch genau weiß, wie viele Missionen es noch gibt, dann wäre es ganz cool, wenn er oder sie mir das sagen würde. Auf jeden Fall, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns, macht's gut und tschüss!